Der Mensch ist mobil, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Flugzeuge fliegen täglich, überall auf dieser Welt, in jeder Höhe, durch alle Wetter. Flugzeuge sind in Anschaffung und Unterhalt teuer, müssen regelmäßig gewartet werden. Zu Besuch in Hamburg, bei der Lufthansa Technik. Hier werden Maschinen gewissenhaft gewartet. Stehen Servicetermine an oder werden beispielsweise Mängel an den Lackschichten offensichtlich, gelangt das Flugzeug zur Neubeschichtung in den Paint-Hangar. Kunden aus aller Welt vertrauen in Sachen Lack auf Lufthansa Technik. Hier bei der Lufthansa Technik in Hamburg überholen wir Großraumflugzeuge, aber auch kleine Flugzeuge, die hier lackiert werden. Grundsätzlich lackieren wir alles. Zurzeit haben wir diesen Canard Air Jet. Dieser Canard Air Jet ist 69 Monate mit diesem Lacksystem geflogen, bekommt jetzt hier seine zweite Lackierung. Warum muss ein Flugzeug lackiert werden? Selbstverständlich aus Gründen des Korrosionsschutzes und auch der Verschönerung. Nach einer langen Zeit von 60 Monaten fängt der Lack an zu verkreiden, er wird spröde und darum muss das Flugzeug chemisch entlackt werden, um neu lackiert zu werden. Wir sind erwünschte Gäste, dürfen passieren, wo sonst Kameras verboten sind. Erster Arbeitsgang, die chemische Entlackung. Nicht zu behandelnde Teile des Flugzeuges werden zunächst durch Abkleben oder andere Maßnahmen geschützt. Der sogenannte Stripper wird appliziert. Nach einer ausreichenden Einwirkzeit werden das Quellmittel und die Altbeschichtung entfernt. Dieser Entschichtungsvorgang wird wiederholt, anschließend sind die entlackten Bereiche zu neutralisieren und gründlich zu reinigen. Und wenn der Auftragsplan der Lackiererei zu voll ist, wird zwischenzeitlich umgesetzt. Die Maschine wechselt zur eigentlichen Spritzapplikation in eine benachbarte Halle. Schließlich fallen umfangreiche maschinelle Schleifarbeiten an. Solide Vorarbeiten sind für das Gelingen der nachfolgenden Lackarbeiten absolut unumgänglich. Besondere Aufmerksamkeit ist den Fugen am Flugzeugrumpf zu schenken. Die konstruktiv bedingten Stoßstellen der Bauelemente werden überall abgeklebt. Und weil ein Verkehrsflugzeug gigantische Ausmaße hat, bringen steuerbare Plattformen den Lackierer direkt vor Ort. Die Mannschaft arbeitet angeschnallt. Die Arbeitsbühnen lassen sich punktgenau von den Lackierern steuern. Ein effektives und sicheres Arbeiten ist so möglich. Ein eingespieltes Team arbeitet eigenverantwortlich und Hand in Hand. Alles läuft reibungslos im Drei-Schicht-Betrieb rund um die Uhr. Im nächsten Arbeitsgang werden die Sealerarbeiten durchgeführt. Das heißt, alle Fugen werden systematisch geschlossen. Die Klebebänder können entfernt werden. Auch hier gilt, bei diesem Arbeitsgang ist gewissenhaftes Arbeiten oberstes Gebot. Die Qualität muss immer stimmen. Schließlich erfolgt eine gründliche Lösemittelreinigung der zu lackierenden Flächen. Nächster Arbeitsgang. Behandlung des Flugzeuges mittels Staubbindetüchern. Wirkungsvolle Reinigung bis in den letzten Winkel.
Die Vorarbeiten sind abgeschlossen. Alle Untergründe sind perfekt für die folgenden Lackarbeiten vorbereitet. Ein erster kurzer Blick in das gut gefüllte Materiallager. Ein zweiter auf den Maschinenpark und das Spritzpistolenlager. Alles wohl geordnet und gewartet für einen reibungslosen Einsatz. Selbstverständlich, Umwelt- und Personenschutz sind vorbildlich geregelt. Atemschutzmasken liegen jetzt bereit. Bald wird lackiert. Der erste Lackiergang wird vorbereitet. Der erste Primer wird nach Herstellervorschrift angesetzt. Vor der Verarbeitung Überprüfung der Viskosität. Alles stimmt, alles klar. Der erste Primer wird appliziert. Aufgabe des Washprimers: gute Haftung und Schutz vor Korrosion. Zur Anwendung des Farbsystems kommt ein 2K-Material auf Polyurethan-Basis. Alles läuft nach Plan. Das Team kommt gut voran. Nach der Trocknung der Grundierung erneutes Mischen. Der zweite Primer, diesmal leicht grau getönt, kommt zum Einsatz. Dieser Zwischenprimer soll die Haftung des Decklackes deutlich verbessern und die erforderliche Schichtdicke des Komplettsystems gewährleisten. Das Team der nächsten Schicht leistet ganze Arbeit. Abermals Beginn am Heck des Flugzeuges, professionelles Weiterarbeiten bis zur Bugspitze. Und alles wiederum auf elektrostatischer Basis. Applikation mit hohem Wirkungsgrad bei reduzierter Nebelbildung. Neues Material, neue Schicht. Der Topcoat wird gespritzt. Wieder muss das Team ganze Arbeit leisten. Der Decklack ist ebenfalls zweikomponentig und bietet hohen Glanz, Farbechtheit und Wetterbeständigkeit. Die technischen Anforderungen an Lacksysteme für Flugzeuge sind hoch. In allen Fällen muss die dreischichtige Lackierung extremen Bedingungen standhalten. Beispielsweise Beständigkeit bei hohen Geschwindigkeiten. Bei starker UV-Einstrahlung in 12 km Höhe. Gegen Temperaturschwankungen zwischen 100 Grad Celsius am Boden und bis zu minus 60 Grad Celsius im Flug. Auch Beständigkeit gegen Hydrauliköle, Kerosin und Enteisungsmittel. Das komplette System hat nur die Dicke eines menschlichen Haares, etwa 0,1 mm. Das spart Farbe, Lösungsmittel, vor allem aber unnötiges Gewicht. Lufthansa gehört zu den Betrieben, die auch in den heutigen Zeiten auf Ausbildung setzen. Denn Ausbildung ist Investition in die Zukunft. Ich selbst bilde die Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik aus. Für den Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik werden bei der Lufthansa spezifische Zuschulungen durchgeführt, wie zum Beispiel technisches Englisch oder Flugzeugkunde. Grundvoraussetzung ist ein Realschulabschluss, aber vor allen Dingen wird verlangt handwerkliches Geschick und Spaß an Farbe. Ich bin im ersten Ausbildungsjahr bei Lufthansa Technik und ich habe mich in der Firma hier beworben, weil es halt ein großes, erfolgreiches Unternehmen ist. Und für den Beruf des Verfahrensmechanikers für Beschichtungstechnik habe ich mich beworben, weil man arbeitet hier am großen, interessanten Flugzeugobjekt und ist im Prinzip hautnah dran, im Gegensatz eventuell zu anderen Berufen. Und meine Erfahrungen bis jetzt waren eigentlich nur positiv. Die Arbeit macht Spaß und ist sehr interessant. Flugzeuge werden auch gestaltet. Besuch beim Fachmann. Sie sind hier bei WD6 Grafikshop. Hier in diesem Grafikshop werden sämtliche Flugzeugtypen hergestellt für die Großbeschriftung zum Lackieren sowie auch für die Kleinbeschriftung. Wir sind auch dazu in der Lage, von fremden Flugzeugen oder VIP-Fliegern Zeichnungen zu übernehmen, zu gestalten und so umzusetzen, dass man sie später lackieren kann. Wir benutzen zum Beispiel die Programme EuroCAD, ProfiCAD, Cygnus, in dem alles machbar ist. Prozessbegleitend nun also die Arbeiten in der Schriftenmalerei. Logos, Schriftzüge und Kennzeichen aller Art und Größe werden EDV gesteuert
und auf den jeweiligen Flugzeugtyp bezogen angefertigt. Modernes Equipment und Know-how stehen zur Verfügung. Die Zeichen und Schriften werden mittels Schneideplotter präzise geschnitten und mit Übertragungsfolie versehen. Nach dem Andrücken der Übertragungsfolie zwischenlagern des Logos und der Schriften für die Weiterverarbeitung. So stehen sie jederzeit zum Abruf bereit. Die technische Kleinbeschriftung erfolgt nach Herstellervorgaben. Und was wäre ein Flugzeug der Lufthansa ohne das weltbekannte Logo? Die Applikation des Kranichs wird vorbereitet. Abkleben, anschleifen, reinigen und spritzen. Die Gestaltung nimmt ihren Lauf. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Canadair Jet gewinnt an Gestalt. Für Luftfahrtinteressierte hier einige Daten. Gebaut bei Bombardier in Montreal. 50 Sitzplätze, gut 21 Meter Spannweite. Länge knapp 27 Meter. Höhe 6,22 Meter. Maximale Flughöhe um 12.000 Meter und eine Reisegeschwindigkeit von 850 Stundenkilometern. Letzter Tag der Arbeiten. Das unverzichtbare Logo am Seitenleitwerk der Verkehrsmaschine fehlt noch. In gewohnter Weise wird gearbeitet. Zum Schutz der fertigen Flächen muss großflächig abgedeckt werden. Dann alle Arbeitsgänge wie gehabt und mit der bekannten Präzision geschulter und eingespielter Lackiererteams. Am Rande bemerkt, wichtige Daten der Gesamtlackierung werden im Spritzprotokoll dokumentiert. Der geforderte Glanzgrad wird überprüft und die vorgesehene Schichtdicke an unterschiedlichen Messpunkten abgelesen und festgehalten. Wie gesagt, Präzision bis ins letzte Detail für Sicherheit, Schutz und Schönheit. 5 Tage voller Arbeit. Die Verkehrsmaschine ist fast startklar. Die Gangway ist ausgefahren. Einsteigen bitte. Fertig machen zum Abflug. Was bleibt zu wünschen? Weiterhin guten Flug, durch alle Wetter, zu jedem Ziel.